Wir sind bei Subway, denn hier gibt es ein veganes Chicken Teriyaki und wir vertesten es mal im Vergleich zum normalen. Also ab geht's rein und bestellen. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das mal kurz gehört. Veganes Chicken Teriyaki bei Subway. Subway hat sich mal ein neues Thema angenommen. Finde ich cool, dass auch die Fastfood-Kette Subway sich das Thema vegan mehr annimmt. Es gab ja immer mal so leichte vegane Sachen, Chicken, dann gab es mal da was, dann gab es mal... Es wurde immer wieder was probieren. Jetzt offiziell Chicken Teriyaki vegan. Ich habe es hier als vegane Variante und ich habe es hier als nicht vegane Variante. Ich habe extra zwei genommen, also ein Footlong durchgeschnitten und dann einfach parallel belegen lassen. Ja, was ist hier drauf? Hier ist drauf veganes Chicken Teriyaki. Wirklich, du siehst es im ersten Moment nicht. Ich habe es ja auch vor euch liegen. Ihr seht es gleich in der Nahaufnahme. Wenn du es ohne Soße und so siehst, ich habe es ja schon von der Soße befreit, dann siehst du es, dass es kein Hähnchen ist. Aber geht sehr nah ran. Dann ist hier drauf vegane Käsescheiben. Ist auch neu bei denen. Wirklich vegane Käsescheiben sind sehr hell. Ich bin gleich mal gespannt, wie die schmecken. Und hier ist die vegane Knoblauchmayo drauf, weil die ist nämlich vegan. Es ist auch alles mit grün markiert, auch in den Töpfen und so, seht ihr das? Überall, wo ein grüner Rand drum ist, ist ja natürlich auch für die Mitarbeiter, sieht man, das sind die veganen Sachen, genauso wie bei den Soßen. Ja, und hier ist die gleiche Variante mit normalem Käse, mit also 1:1 belegt. Also hier ist der gleiche Käse drauf im Verhältnis, also kein Cheddar oder sonstiges. Hier ist das normale Chicken Teriyaki drauf und hier ist auch eine Knoblauchmayo drauf, aber eine nicht vegane. Also hier ist eine Caesar-Version mit drin, wo ein bisschen andere Sachen mit drin sind, damit sie nicht vegan ist. Ich will es einfach nur mal im Verhältnis schmecken. Schmecken auch von den Soßen relativ ähnlich. Ja, mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Doch, was es kostet, ne? Das wäre noch eine Geschichte. Das ist immer so. Ich habe mir extra einen Kassenbon mitgenommen. Wo ist er? Der kostet 4,49 Euro. Ach, guck mal an. 4,49 Euro kostet das Fleisch. 4,99 Euro kostet die fleischlose Version. Die kostet sogar mehr. Das ist doof. Das gibt bei mir immer so ein bisschen Ärger, finde ich. Ich kann es verstehen, wenn es ein bisschen teurer ist, weil die Herstellung und alles, die Produkte noch nicht so günstig sind. Aber als Fastfood-Kette macht es doch gleich teurer. Dann ist es für den Kunden noch viel einfacher zu entscheiden, ich nehme die fleischfreie Variante. Also hier würde ich die 50 Cent, würde ich sagen, komm, spart die ein. Und ich habe noch ein kleines Manko, was ich am Subway weitergeben möchte über dieses Video auch. Ich habe Käse drauf getan. Und von veganen Käse sind es so vier kleine Rechtecke. Aber sagen wir mal so, es ist ungefähr so. Also die Hälfte so. Ungefähr. Das ist der vegane Käse, also bis zu den Fingern. Davon sind zwei da drauf. Bei der fleischigen Variante kriege ich aber zwei Scheiben, die ungefähr, na, das ist jetzt doof zu sagen, wir sagen es einfach mal so, ungefähr doppelt oder dreifach so groß sind bei der nicht veganen Variante. Ich weiß, es ist veganer Käse, aber ich musste mir hier nochmal zwei Scheiben extra Käse bestellen, damit das Käseverhältnis gleich ist. Und dafür habe ich nochmal 30 Cent mehr bezahlt. Es geht jetzt nicht bei mir ums Geld beim Testen. Aber insgesamt finde ich es halt teurer. Also blöd, wenn ich dann für die fleischfreie Variante 5,39 Euro bezahle und für die Fleisch und die normale Variante zahle ich 5,49 Euro. Also wenn ich fast einen Euro spare, wenn ich die Fleischvariante nehme, ist für mich der Anreiz ja nicht da, vielleicht die Fleischvariante in Zukunft zu kaufen. Das ist sowas, was ich ein bisschen doof finde. Für einen Veganer oder Vegetarier, für den ist das super, der ist auch bereit, den Preis zu zahlen. Aber es geht ja auch teilweise mal immer rum, mal Leuten die Möglichkeit zu bieten, hey, probier doch mal die fleischfreie Version, kann ja auch super lecker sein, ohne Tierleid und sonstiges. Aber wenn es mehr kostet, das ist halt immer so ein bisschen, finde ich, schade. Naja, jetzt habe ich lang genug gelabert, ab in die Nahaufnahme und dann geht's ans Probieren. Ja, und hier haben wir sie, ne? Das sind sie, die beiden Teriyakis. Das ist einmal die vegane Version. Also innen drin genauso belegt wie das andere. Also hier ist kein Unterschied drauf. Hier ist das ganz normale, also Fake. Fake Fleisch sage ich schon. Aber der Fleischersatz drin mit veganem Käse. Sonst 1:1 gleich belegt. Nur hier ist es eine Knoblauch-Mayo. Und hier haben wir die Version normal mit Hähnchen. Auch ganz normal belegt. Natürlich selbst ausgesucht. Mit einer Knoblauch-Caesar-Mayo. Weil es gibt keine Knoblauch-Mayo. Ich wollte halt was Ähnliches haben, ohne großartigen fremden Geschmack zu haben. Ja, und hier haben wir mal die Fleischstücke im Vergleich. Also hier seht ihr hier die Hähnchenvariante. Moment, wo ist mein Finger? Da. Hier die Hähnchenvariante, hier die vegane Variante. Also konsistenzmäßig, man sieht es natürlich. Ich habe das gerade nämlich mal aufgerissen. Wir können es auch mal so zeigen. Man sieht also den Unterschied. Wenn man es aber von der Seite sieht, da wo es gegrillt wurde, weil das Fleisch ja auch ganz normal gegrillt wird,
Ups, entschuldigt bitte. Seht ihr auch hier die Grillstreifen und Co. Und im ersten Moment dachte ich erst, das war das Hähnchen, weil das besser gegrillt war. Also, sieht gut aus. Jetzt wird es einmal schnell probiert. Und wir sind wieder da. Ich habe, glaube ich, voll gegen das Mikro gekloppt. Kann das sein? Na egal. Wir probieren. Ich probiere das jetzt erstmal pur. Also wie schmeckt das Fleisch im Verhältnis zu Nicht-Fleisch? Also das ist jetzt die Meatless-Version. Ja, ich bin es gewohnt, da ich ja ab und zu auch vegan esse. Also ich bin ja Flexitarier. Also ich esse jetzt beides. Ich finde es toll als Alternative. Aber ich esse auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch. Jetzt am Wochenende mache ich mir auch Steaks. Also ist ja nicht schlimm. Also es hat so einen leichten süßen Abgang. Das ist aber so typisch bei, muss man sagen, veganen Produkten. Oder wenn das so auf Sojabasis und so alles ist. Dass es immer so einen säuerlichen süßen Abgang hat. Das ist jetzt die Fleischvariante. Die Konsistenz ist besser bei Fleisch im Verhältnis. Hat aber den ähnlichen Geschmack im Abgang, komischerweise. Das wird, denke ich mal, an der Marinade liegen, weil die sind ja eingelegt, die Chicken Teriyakis. Er scheint wohl von dieser Geschichte zu kommen. Konsistenzmäßig, muss man sagen, ist die Fleischversion aber auf jeden Fall immer noch besser von der Konsistenz. Die Meatless-Version ist nicht im Verhältnis genauso wie die andere. Aber egal, jetzt probieren wir mal das richtige Ding. Wie schmeckt das denn mit allen drum und dran? Schmeckt man es dann raus? Also hier sind auch Zwiebeln drauf. Ich bin kein riesen Zwiebelfan, aber für mich gehört es dazu. Und Gewürzgurke statt normaler Gurke. Ich hoffe, das ist für manche okay. Ich liebe Gewürzgurken. Das ist einfach so. Ich finde das total geil. Also, wir hauen mal rein. Außer hier gibt es gleich einen Unfall. Dann habe ich noch was zu gucken, weil ich stehe so mitten an der Straße, mitten an der Einfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund am Zimmer Autos fahren seht. Ich stehe genau auf dem Parkplatz und genau neben mir ist die Einfahrt. Aber ich lasse mir auch gerne zugucken beim Testen. Also. Ja, da sind wir wieder. Der letzte Bissen war ein bisschen groß, da musste ich die Serviette vorhalten. Das ging nicht anders. Schmeckt sehr, sehr gut, muss man sagen. Also finde ich richtig lecker. Kann ich nichts gegen sagen. Ich muss es aber jetzt wirklich im Vergleich probieren, um wirklich zu wissen, wie der Unterschied ist. Weil ich musste auch sagen, ich habe mindestens schon seit einem Jahr kein Chicken Teriyaki mehr gegessen. Immer andere. Aber es ist halt so, ne? Man kann ja, es gibt ja so viel Auswahl. Und was ich bei Subway gut finde, das muss ich parallel schon mal mit sagen, ich finde Subway einfach an sich an gut, weil du wirst auch immer satt. Bei Subway ist nie sowas, was im Magen liegt, wo du dann so denkst, boah, was habe ich mir jetzt gerade reingeballert. Bei Subway bist du einfach zufrieden satt. Ist einfach eine schöne Sache. So, wir probieren jetzt mal Original Chicken Teriyaki. Mal gucken, wie es im Vergleich schmeckt. So. Jetzt sind wir wieder da. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen komisch, aber hier war jetzt so viel Mais und Co. noch. Das wäre mir jetzt alles runtergefallen beim Zeigen. Ja, also, im direkten Vergleich. Muss man leider sagen, dass die vegane Version ein Ticken besser ist. Ich weiß nicht warum, aber die vegane Version, vielleicht liegt das an der Säure, was ich gerade so extrem hatte, dass dieser Säure-Feeling bei der veganen Version besser war, vom Fleisch. Verbindet sich besser mit den ganzen Brötchen, mit allem drum und dran. Die normale ist auch mega lecker. Aber die vegane, das ist echt schon eine Ansage, muss man sagen. Also es ist echt ein geiles Sub, wo du es, wenn du es nicht wüsstest, also das, wenn du das nicht selbst belegt hättest und nicht wüsstest, dass es vegan ist, und du würdest es einem Kumpel von euch geben oder einer Freundin, ihr würdet es probieren, ihr würdet nicht sagen, dass das vegan ist. Auf keinen Fall. Das ist echt so gut. Das ist echt ein Top-Sub, was man im direkten Vergleich vielleicht nicht wirklich bewerten kann, aber wenn du es nicht weißt, super. Einzige Manko, der Preis. Wer sagt, das ist das einzige kleine Manko, was ich habe, obwohl der Preis immer noch okay ist, aber das ist das einzige Manko, wo ich wirklich so einen Mühe abziehen müsste, weil ich es einfach unfair finde, dass ich für vegan mehr zahlen muss als für nicht vegan. Das ist einfach nicht fair. Das ist der falsche Weg, den wir auch alle einschlagen, und da würde ich auch als Konzern selber entscheiden, komm, ich mache es entweder gleich teurer oder ich passe den Rest an, weil es ist ja auch nicht schlimm, wenn die Fleischversion ein bisschen mehr kosten würde. Finde ich, weil geht vielleicht auch mal zu, der Subway kann ja einen Fonds aufmachen, bei uns kosten die Subs jetzt alle 50 Cent mehr und das Geld wird investiert ins Tierleben oder Tierwohl oder Tierschutzvereine. Dann ist man doch auch bereit, das zu machen. Aber es ist ein anderes Thema, das ist sowas, was ich mal in so einem Thema Podcast und so mal ansprechen werde in Zukunft. Ja, Subway, vegan, 5 von 5.
Wie gesagt, der Preis ist eigentlich ein Abzug, aber vom Konsistenz und Geschmack und allem drum und dran, tolles Sub, könnt ihr auf jeden Fall kaufen. Als Veganer und Nicht-Veganer oder Vegetarier oder Sonstiges. Ich werde jetzt beide mit nach Hause nehmen und da in Ruhe weiter essen, denn mir wird es jetzt zu heiß in der Sonne. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die vegane Version probiert oder was euer Lieblings-Sub ist. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns bald wieder. Darum danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Foodshow. Ciao.